Hallo und herzlich willkommen zu dem kleinen Video da. So, ich habe mir jetzt extra eine Facecam aufgebaut, die ich jetzt aktuell ganz schwierig zwischen den Beinen halte. Ich weiß, jetzt kommen schon wieder blöde Gedanken. So, also, Spaß auf Seite. Ich habe hier mir einen Fuhrpark zusammen gekauft. Etwas habe ich festgestellt bei mir im Spiel. Ich weiß, dass das nicht jeder hat, beziehungsweise sehr wahrscheinlich ich einer von den wenigen wieder ist, wo irgendetwas hat, wo niemand weiß, warum das Problem da ist. Ich habe ein Problem. Das heißt, man sieht hier verschiedene Fahrzeuge und alle Fahrzeuge sind mit Rundumleuchte ausgestattet. Das heißt, ich kann nicht bei jedem Fahrzeug die Umrumleuchte einschalten. Das heißt, bei mir ist die Umrumleuchte hier auf diesem Knopf belegt. Darum Facecam auf den Knopf gerichtet, dass ja niemand nachher sagt, ich habe da geschummelt bzw. nicht den richtigen Knopf gedrückt und dann halt quasi so das Problem provoziert. Es liegt auch nicht irgendwie an Doppelbelegung oder an sonstigen Sachen. Ich kann euch einfach schon eins erfahren, wenn ihr die Fahrzeuge hier anguckt. Beim Drescher geht sie, beim Ropa geht sie, beim Valtra geht sie. Beim Manitou geht sie und bei allen anderen Fahrzeugen geht sie nicht. Und so zieht sich das quer durch die Palette. Das heißt, bei Traktoren kann ich sagen, alle Valtra, bei mir funktioniert die Rundumleuchte. Bei allen anderen geht sie nicht. Also, achtet auf den Finger, auf den Knopf. Ich werde noch die Beleuchtung vorführen, wie die anderen Knöpfe belegt sind. Aber, in dem Sinne, ja, jetzt mal schnell gucken. Das ist Zug. So, also hier das erste Fahrzeug. Starten wir. Wenn ich jetzt das Ganze so drehe, dann sieht man, hier auf dem Dreieck habe ich die Pannenblinker. Hier kann ich die Beleuchtung ein- und ausschalten. Hier kann ich Fernlicht geben, man sieht vorne. Und da ist die Rundumleuchte. Das heißt, wenn ich jetzt so drehe und da drauf drücke, passiert nichts. Ich sehe, dass meine Kamera ein bisschen stoppt, dass die nicht so ganz nah kommt. Gut. Also, stellen wir ab. Wechseln Fahrzeug. Manitou. Starten. Wieder der Knopf. Rundumleuchte. Oh, sie geht. Stellen ab. Drescher. Starten Motor. Rundumleuchte. Sie geht. John Deere. Start der Motor, warten bis er läuft. Einschalten. Geht nicht. Abstellen. Steyr. Einschalten. Geht nicht. Valtra. Starten. Einschalten. Sie geht. Fendt. Geht nicht. Ropa. Geht. LKW. Geht nicht. Das heißt, ich kann beim LKW Licht einschalten, ich kann Pannenblinker, das funktioniert alles. Fernlicht kann ich geben, aber Rundumleuchte negativ. So, steigen wir raus. Oh, Moment, schnell jetzt von lauten Knöpfen. Also, vielleicht hat jemand eine Idee, einen Tipp, wie ich das beheben kann. Spiel hat den aktuellen Patch drauf. Es liegt nicht an Doppelbelegung. Es liegt nicht an realistischer Rundumleuchte, ja oder nein. Sie funktionieren, hat man gesehen. Spiel habe ich schon neu installiert. Das heißt, ich habe damals alles, wo ich den Beta-Patch drauf hatte, alles gelöscht und habe alles neu installiert, der neue Patch drauf.
es ist genau gleich da. Es hat nichts damit zu tun, dass ich Mods drin habe oder nie keine Mods drin habe. Es war schon vom Anfang an so. Das heißt, es funktionierte nie so richtig. Drum stelle ich mir die Frage, wo liegt das Problem? Hat noch jemand so ein Problem? Schreibt in Kommentare, was ich tun könnte. Schreibt drunter, hat jemand auch dasselbe? Ich weiß, dass es bei diversen Leuten, wie zum Beispiel auch gestern beim Dropwheel auf Twitch sein Stream, das Problem nicht besteht. Ja, am Schluss werde ich selber schon einer von den wenigen sein, wo irgendein Problem hat und niemand weiß, warum das so ist. Meine Lieben, in dem Sinne wünsche ich euch einen sehr guten Rutsch ins 2019. Bleibt brav, man sieht sich, man hört sich, wie auch immer. Tschüss, bye bye.